So. Hier haben wir jetzt den Shortcut. Und jetzt porten wir uns einmal kurz in den Nexus und kaufen einen Spell. Danke, danke noch für 4 Monate. Basti, danke auch für 4 Monate. Wasserschleier erhöht stark unsere Resistenz gegen Feuer. Und das ist ziemlich nützlich gegen die Spinne. Bittet ihr um eine Lektion in Magie? So, Zauber lernen. Der Wasserschleier für 500 Seelen. Und den merken wir uns und rüsten dafür den normalen Seelenpfeil ab. Beziehungsweise, ja, Wasserschleier aus. Geht vorsichtig. Normalerweise. Ich muss deine... So. Jetzt geht's direkt weiter mit Akt 2. Wir haben ja jetzt den Shortcut. Müssen also nicht das Ganze, was wir gerade immer gerannt sind, nochmal rennen, ne? Läuft doch hier wie am Schnürchen. Wir kommen auch sehr gut durch bis jetzt. Bis auf den einen kleinen Patzer in dem Tunnel. Ah, ich wollte... Das war's komplett. Ich wollte hier gerade das Item noch mitnehmen. Oh, jetzt falle ich in den Tod, oder? Ah, nee, doch nicht. Ah, wenn man wieder zu schnell sein will. Einmal uns mal full. Gibt es gewisse Vorteile, wenn man ein anderes Geschlecht spielt? Ja, manche Rüstungen kann man nur tragen als Mann oder als Frau. Und ich empfehle den Run als Frau zu starten, weil wir finden später in Akt 3, ja, die Upgrade-Ressource brauchen wir übrigens überhaupt nicht. Wir können später in Akt 3 einen Armreif finden. Mit dem kriegen wir ungefähr 10% mehr Ressourcen. Und der kann nur ein weiblicher Charakter tragen. Deshalb würde ich empfehlen, einen weiblichen Run bzw. einen weiblichen Charakter zu nehmen, weil diese 10% nimmt man doch mit. So, die ganzen Arbeiter lassen wir hier jetzt mal in Ruhe. Die geben sowieso fast gar keine Seelen, wenn wir die töten. Lassen wir die mal in Ruhe. Jetzt seht ihr, vorhin haben wir die noch nicht one-hitted. Jetzt one-hitten wir die. Das eine Upgrade macht viel aus. Weil normalerweise kann man Waffen auf bis plus 10 upgraden, aber verzauberte oder durchwirkte Waffen nur bis plus 5. Aber dann zählt quasi ein Upgrade wie 2. Weil es halt nicht bis plus 10 geht, sondern nur bis plus 5, ne? So. Hier die Bretter schnell rüberlaufen, bevor sie zusammenbrechen. Damit ihr die Items bekommt. Ich weiß gar nicht, ob die Bretter nochmal neu spawnen können. Ja, Demon's Souls sieht absolut geil aus. 1A-Grafik. So. Wieso kennst du dich eigentlich so krass gut aus? Ich habe das Spiel schon oft durch, Uwe. Souls-Games haben ja einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert. Und weil mir persönlich Demon's Souls mega Bock gemacht hat, auf Platin zu spielen, dachte ich mir, habe ich mir selber einen Platin-Run zusammengeschrieben, den quasi ein paar Mal getestet, ob er auch gut, also perfekt funktioniert, zum Nachspielen auch, wenn man jetzt nicht so bewandert ist in Souls-Games. Und ja, da sind wir. Das Ganze macht einfach super Laune und ich bin so gespannt auf euer Feedback. Besonders, liebe Zuschauer, bin ich dann gespannt, was ihr dazu sagt, wenn wir an dem Punkt des Spiels sind, wo es dann anfängt, dass wir richtig Damage mit den Zaubern machen. So, hier die ganz normalen Gegner. Die halten alle einen Schlag aus. Wodurch Wiederspielwert. Habe Bloodborne probiert und bin über meine Frustrationsgrenze hinaus gestorben. Ja, aber wenn du die Souls-Games einmal geknackt hast, dann kannst du die immer mal wieder spielen und immer anders. Es gibt so viele Möglichkeiten, jedes Soul-Game durchzuspielen. Du kannst einen Magie-Run machen, einen Pyro-Run, ein komplettes Stärke-Bild, ein Dex-Bild. Kannst alles mal ausprobieren. Ich habe auch mal Bock, hier einen kompletten Stärke-Run zu machen in Demon's Souls. Oder in Dark Souls 3 mal einen kompletten Pyro-Run. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht.
So, ne, die Hunde auch keine Rüstung, deshalb extrem viel Damage kriegen die. Von unserem Falchion. Nochmal einen Wetzstein gefunden. Jetzt haben wir sogar 4 Stück schon. Nice. Kannst du es mal in Neo machen? Neo gibt es halt auch sehr viele Sammelgegenstände, ne? So. Der Damage ist 1A. Und überlegt mal, jetzt hättet ihr sogar noch das nächsthöhere Upgrade auf plus 3. Autsch. Was an der Magie auch sehr, sehr stark ist in Demon's Souls übrigens, wir kaufen uns später einen Spell, der macht uns einfach 33%, also ein Drittel tankiger. Und davon gibt es dann noch später im Spiel eine noch bessere Version, die schützt uns einfach gegen 80% von sämtlichen Schaden. Das ist absolut wild. Einer der besten Spells im Spiel werden wir auch später benutzen, weil er euch einfach unglaublich tanky macht. Also tanky durch Magie. Und der braucht 2 Slots. Also das ist noch okay. Für 80% mehr Damage Resistance finde ich das absolut krass. 2 Slots. Warum meine Lebensleiste nicht zu 100% voll ist? Weil wir gerade in der Seelenform sind. Und dann hat man eigentlich nur die Hälfte Leben. Wir haben aber einen Ring, wo wir dann immerhin 75% Leben haben. So, hier die Lava wurde jetzt abgelassen. Wir holen uns den Ring der Giftresistenz. Den Ring finden wir auch öfters. Wir schicken den auch direkt ins Lager, weil wir ihn nicht brauchen. Wir gucken mal, was wir hier an Waffen alles wieder ins Lager schicken können. Nimmt, wie gesagt, alles nur Gewicht weg. Auch die ganzen Upgrade-Materialien. So schön sie alle aussehen. Wir brauchen sie nicht. Wir sammeln die Sachen halt trotzdem ein. Weil ich jetzt auch nicht auswendig kenne, wo jedes Item liegt. Und deshalb ab und zu kann es ja auch mal eine Seele sein. So, die Dunkelmondscherben behalten wir im Inventar. Könnt ihr aber auch ins Lager schicken, wenn ihr möchtet. Weil die Schmiede können die auch aus dem Lager sich rausholen. So, hier vorne haben wir jetzt nochmal einen der Minister. Der droppt auch wieder so einen Minister-Item. Bei dem passt die aber auch, dass er jetzt hier nicht mit einem Flammenangriff diese Fässer zum Explodieren bringt, wenn ihr dabei steht. Sonst habt ihr ein Problem. So, und ihr seht schon, was euer Damage-Output ist. Und das war diese Hand-Supernova, die ich gesagt habe. Echt ein gefährlicher Spell, macht sehr viel Damage. Ist ziemlich stark. Werden wir später auch selber spielen. So, Ministerhose. Wir haben jetzt die Handschuhe und die Hose schon. Das heißt, 2 von 4 Gegenständen haben wir jetzt schon. So, jetzt haben wir hier nochmal einen der blauen Steine. Da könnt ihr eigentlich auch immer so ein bisschen im Auge behalten, wie viele ihr davon insgesamt habt. Wir haben jetzt schon 7 Stück. Das ist sehr gut. Hier oben, der Bre wirft jetzt einen riesigen Stein nach euch. Einfach nicht sofort reinlaufen, dann fällt er runter. Und hier, liebe Zuschauer, finden wir eine essentiell wichtige Waffe für unseren Magie-Run. Das sogenannte Chris. Das ist ein Zeremoniedolch. Und der gibt uns, wenn wir ihn gleichzeitig halten mit unserem Zauberstab, gibt er uns 25% mehr Magieschaden. Das heißt, wir rüsten ihn hier neben unserem Falchion aus, greifen wir mit dem Falchion an, benutzen wir das Falchion, also zum Damage austeilen, benutzen wir Magie, wechseln wir auf das Chris und benutzen dann Magie mit einfach 25% erhöhten Schaden. Wir bekommen aber, ist ein zweischneidiges Schwert, wir bekommen aber auch 25% mehr Schaden durch Magie. Aber das ist ein Trade, den wir absolut gerne mitnehmen. Später finden wir auch noch einen unglaublich starken Ring, der das Ganze nochmal auf die Spitze treibt mit circa 50% mehr magischen Schaden. Und nicht mal ganz so spät später finden wir einen ziemlich, ziemlich guten Zauberstab, der auch nochmal 15% magischen Schaden erhöht. Und ja, da kommen wir auf plus minus 90% magischen Schaden. Nehmen wir doch mit, oder? So, jetzt, bevor wir zur Spinne reingehen, machen wir den Wasserschleier. Weil die schießt uns jetzt gerne Magie, Feuer um die Ohren. Wollt ihr einfach weg?
Dann geht ihr zu ihr. Und dann macht sie immer so diesen Angriff. Und den könnt ihr wegrollen. Habe ich jetzt gefailt. Wieder gefailt, aber kein Problem. Und wenn sie so... Also Bruder, jetzt ist der Wurm gerade drin, aber ist okay. Genau, wenn sie diesen Move macht, dann schlägt sie so nach vorne. Und dann könnt ihr richtig viel Damage machen mit 3, 4 Schlägen. So, diesmal hat das Timing geklappt. Nochmal. Dann könnt ihr auch mal den starken Move machen. So, und wenn sie so das Geräusch macht, dann macht sie so einen Brandteppich. Dann lauft ihr ganz nach hinten. Dann entzündet sie jetzt diesen Ölteppich. Könntet ihr wegtanken mit dem Wasserschleier, aber warum riskieren den Lachs? So, und die schießt eigentlich so Spinnennetze auf euch. Aber wenn ihr immer nah an ihr dran seid, dann sind diese Spinnennetze gar kein Problem. So, jetzt erneuern wir mal den Wasserschleier. Sicher ist sicher. Und das ist so ein Netz. Jetzt könnt ihr nicht mehr rollen. Jetzt trifft sie euch mit dem nächsten Feuerzauber. Beziehungsweise mit dem nächsten Feuerball auf jeden Fall. Aber durch den Wasserschleier nehmen wir dadurch kaum Damage. Macht sie hier wieder den Ölteppich. Den Boss kann man auch sehr schnell, sehr effektiv legen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Attacken sie macht. Oh, jetzt hat sie uns damit wieder getroffen. Aber kein Problem, jetzt macht sie den Feuerball. Wir können nicht ausweichen. Aber ihr seht, der Damage ist wirklich sehr gering. Nehmen wir gerade wirklich jeden Feuerball mit. Aber das ist er halt wieder. Effekt. Oh, nicht getroffen. Schade. Oh, das sah ja krass aus. So, und das war's jetzt aber. Na, der Damage 1A. Panzerspinnen. Trophäe. Bei der ist keine Doppeltrophäe möglich. Mit dem Wasserschleier, wenn ihr den immer aktiv haltet, solltet ihr eigentlich nicht sterben können bei der. Wenn ihr euch halt im Nahkampf nicht treffen lasst, ne? Das macht dann schon Damage. Aber ihr Feuer, da schützt euch wirklich sehr, sehr gut der Wasserschleier. So, wir kriegen einen reinen Spinnenstein und eine harte Dämonenseele. Und ab in den Nexus. Wir sind wieder menschlich und müssen uns wieder selber töten. ...9500 Seelen. Ist ganz nice, aber lohnt sich jetzt noch nicht. Wieso wurde die Form jetzt wieder hergestellt? Weil wenn wir Menschen töten, wir immer von der Seelenform wieder in die menschliche Form kommen. Wir wollen aber nicht als Mensch sterben. So. Sehr ganz wichtig, dass ihr daran denkt, euch immer zu töten. Als Mensch im Nexus muss halt einfach immer sein. Nach jedem Boss. So, wir nehmen die Seelen wieder mit. Jetzt haben wir ja einen neuen Stein zum Reinporten. Jetzt porten wir uns hier hin. In Akt 2.2. Warum nicht als Mensch sterben? Weil sich dann die Weltentendenz ins Schwarze verschiebt als Strafe. Deshalb immer im Nexus töten, da haben wir quasi keine Konsequenzen zu fürchten. Die Krabbe könnt ihr weglaufen lassen, die gibt euch sowieso wieder keine Upgrade-Materialien, die ihr braucht. Und hier, jetzt müsst ihr aufpassen, diese Wagen explodieren, beziehungsweise dieses Licht, was da drauf ist. Und ja, ihr könnt euch schon mal später freuen, diesen Tunnel werdet ihr später noch öfters bereisen, weil bei diesem Minister hier farmen wir nachher die Münze. So, der droppt euch jetzt wieder eins von den Items. Das Ministerküras. Jetzt gehen wir hier erstmal runter. Wie macht man die Welten dann wieder hell? Nur indem man Bosse tötet, Luca. Und man kann ja nur begrenzt Bosse töten in einem Run. Und deshalb ist es halt so kritisch. Wenn man als Mensch stirbt in den Welten, verschiebt es sich ins Dunkle. Wir haben aber nur begrenzt Bosse.
Und wenn einem das zweimal passiert pro Welt, kriegt man in dem Run die Welt nicht mehr auf komplett weiß. Und dann ist der Run, also dann ist alles nicht mehr möglich, was man machen möchte im ersten Run. Deshalb ist das so kritisch. So, jetzt testen wir doch gleich mal hier an den beiden Phantomen unserer Magieschaden. Sieht jetzt nicht so heftig aus, aber die halten tatsächlich schon ein bisschen was aus. Die beiden droppen jetzt gleich ein Item, was ihr dann braucht für eine Trophäe. Quasi die ersten beiden, beziehungsweise das erste rote Phantom, was ihr tötet, droppt euch das Item, den Schwarzaugenstein. Und wieder zwei von diesen blauen Steinen. Sehr gut. Wir schicken die Seele von der Spinne wieder ins Lager. So. Dieser Stein, den wir bekommen haben, ich zeige ihn einmal im Inventar. Schwarzaugenstein. Mit diesem Stein tut ihr in eine gegnerische Welt einfallen. Wenn ihr nämlich die Seelenform angenommen habt, also so die wir jetzt haben gerade, ne? Und den, wo ihr invaden wollt, der muss halt menschlich sein. So funktioniert das Prinzip. Hier unten übrigens übelst viele Krabben zum Farmen. Die geben alle Steine ohne Ende. Aber leider, wie gesagt, bringen uns alle nichts. Ist nur immer sehr schön anzusehen. So. Den Stein werden wir dann nachher nutzen, um in eine andere Welt, also in die Welt eines gegnerischen Spielers einzufallen, beziehungsweise eines anderen Spielers. Und dann versuchen wir ihn zu töten und dann kriegen wir eine Trophäe. Das ist quasi das Gegenstück zu dem blauen Stein, ne? Beim blauen Stein wird man reingerufen, um Leuten zu helfen bei Bossen. Und mit dem schwarzen Stein invadet man die. So, jetzt ganz kurz. Ja, hier müssen wir nicht weitergehen. Da ist ein übelstes Tunnelwirrwarr. Da kann man langlaufen, wenn man möchte, aber muss nicht sein. Kann man sich nämlich leicht verirren. Ah, wir fahren jetzt wieder nach oben. Zack. Und jetzt begegnen wir einen NPC, den jeder Dark Souls-Fan kennt, liebt und hasst, der aber einfach dazugehört. Und ich finde es genial, dass der schon so lange in den der schon immer in den Soul Games Teil von den Spielen ist. So, hier spawnen immer so. Ja, so Steinwürmer. Die sind eigentlich ziemlich tanky, aber die sind anfällig für Magie. Und wir haben ja eine magiedurchwirkte Waffe. Und deshalb sind die eigentlich ganz gut machbar. Hier spawnt jetzt wieder einer. Und während die übrigens spawnen und man sie schlägt, trifft man ihren Kopf und macht dann extremen extra Schaden. Habt ihr ja gesehen. War ein saftiger One-Hit. Dann nehmen wir hier noch die Items mit. So, und jetzt müssen wir uns hier über die Bretter nach unten fallen lassen. Quasi durch dieses Tunnelsystem würde es auch einen Weg geben. Aber das hier funktioniert auch 1A. Leider alles Upgrade-Materialien, die wir nicht gebrauchen können. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Was soll der Geiz? Zack. Eine Großaxt, die müssen wir gleich auch wieder ins Inventar schicken, beziehungsweise ins Lager. Weil die sehr schwer ist. So. Und diese kleinen Viecher hier sind eigentlich auch super tanky, wenn ihr eine normale Waffe habt. Aber weil unsere Waffe mit Magie durchwirkt ist, nehmen die schon ganz gut Schaden. Wie gesagt, unsere Waffe extrem nützlich. So. Und hier haben wir jetzt eine große Version von denen. Da müsst ihr echt aufpassen. Na? Wirken unscheinbar, aber die wissen sich tatsächlich zu wehren. Hier wäre es jetzt sehr nützlich, hätten wir
unser Falchion nochmal einmal geupgradet bekommen. Und wenn er tot ist, schnell weglaufen, weil dann macht's Boom. Und die geben ganz gut Seelen. 760. Was ich von den Diablo-Teilen halte, sehr geile Spiele. Ich habe Diablo 3 sehr, sehr, sehr gefeiert. Oder feier's immer noch. Und ab und zu spiele ich auch mal wieder eine Season. Und ich freue mich mega auf Diablo 4. So, hier haben wir jetzt Patches, der uns da vorne in eine Falle locken will. Und für die Questline spielen wir das Spielchen mal mit. Oh, ihr seid nicht wahnsinnig, oder? Ja, was für gute Reisegefährten wir doch. Seiko Plays Dark Souls 3 ist ein sehr guter Starter-Souls-Teil. Oh, seht ihr den Schatz dort drüben? Geht und holt ihn euch. Ein Geschenk von mir. Als Zeichen der Freundschaft. Als Zeichen der Freundschaft. Gut, dass ihr da seid. Das seelenlose Gesindel macht einen wahnsinnig. Ja, dann laufen wir mal zu dem Item. Es tut mir leid. Es ist einfach nicht euer Tag. Jetzt müssen wir hier den großen Brummer erledigen. Allein euch. Falls ihr überlebt, natürlich. Viel Glück dabei. So, Patches läuft jetzt da oben hin. Wir töten den jetzt einfach. Wir müssen ihn jetzt nicht töten, aber wir machen es einfach für die Seelen. Also, was ist denn heute wieder los, Mods? Ey, unglaublich. So, kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Jetzt macht's Boom. Manchmal nimmt Patches sogar da oben Schaden. Was hat er gedroppt? Eine Drachensteinscherbe. Was wir hier vorne haben. Bausteinscherbe. Den Wurm töten. Wir kriegen ja auch hier Upgrade-Materialien ohne Ende. Und jetzt wichtig, wir müssen mit Patches reden, um seine Questline weiterzuführen, weil dann können wir ihn später im Akt 2 nochmal begegnen. Ihr seid ein echt sehr Hund. Keine Sorge. Danke, Black, danke Black Hunter. Grüße gehen raus. Euch. War Pech mit den Bärenkäfern. Aber ihr habt es ihnen gezeigt, nicht wahr? Hier der kleine Schlingel. Sicher aufbewahrt für euch. Na los, nehmt. Nehmt ruhig. Ring der Flammenresistenz. Dieser Ring liegt auch an der Stelle, wo vorhin diese beiden Drachen die ganzen Items bewacht haben. Da liegt auch der Ring. Wie gesagt, da habe ich ja gesagt, den gibt es doppelt und dreifach. Ja, die Ringe, die der gibt, sind tatsächlich immer nicht so selten und nützlich, aber dafür hilft er uns später für die Trophäe, auch unfreiwillig. So, den töten wir auch wieder, das dauert immer nur ein bisschen, aber gibt gute Ressourcen. Patches fungiert dann jetzt als Händler, den haben wir jetzt quasi auch in unserem Nexus. Okay, jetzt bin ich hier eingequetscht, das ist nicht so nice. Mal schnell Wasserschleier rein. Weil kann sein, dass ich sonst One-Hit wäre durch die Explosion. Deshalb sicher ist sicher. So, und das hier ist so eine komische Stelle, wo die Würmer versuchen, einen den Durchgang zu blockieren. Wie gesagt, liebe Zuschauer, seid froh, dass wir diese Waffe haben. Mit einer normalen Klinge wären die echt tanky, diese ganzen, auch diese kleinen Viecher und diese Steinwürmer. Alle halten echt sehr viel aus. Aber mit unserer verzauberten Klinge absolut nice. Vielleicht habt ihr ja Glück gehabt mit diesen Krabben und habt deshalb dann schon ein Falchion plus 3. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da unten noch ein, zwei Items mitnehmen. Ist jetzt nichts, was wichtig wäre, aber vielleicht haben wir noch eine schöne Seele dabei. So, gucken wir mal. Na, guck mal, ein blauer Stein.
Und hier haben wir jetzt wieder diesen reisenden Händler. Ich habe viele Waren. Gucken wir mal, was er dabei hat, Neues. Ja, einiges an Upgrade-Materialien, aber immer noch nichts Gutes. Kommt zurück, wenn ihr wirklich etwas braucht. Jetzt hören wir hier schon so komische Magma-Libellen. Ganz komische Viecher. Braucht man nicht töten. Geben kaum Seelen und Nerven rum. Wir nehmen jetzt das eine Item noch mit. Und dann sind wir hier soweit fertig. Und dann benutzen wir auch das erste Mal einen von diesen Teleportationssteinen, um einfach schneller zurück in den Nexus zu kommen. Weil der ganze Weg zurück würde jetzt schon dauern. So, gucken wir mal, dass wir hier das Item mitnehmen. Das Dreiecksschild mal 2. So. Jetzt benutzen wir einen dieser Steine, um in den Nexus zu porten. Ohne Seelenverlust. Ein Kiwi. Danke für deine 5 verschenkten Subs an die Community. Vielen Dank, Mann. Sehr großzügig. Chat, gönnt mal einen Nippy und eine Bombe für den Bre. Und an die 5 Neuen. Bedankt euch bei Kiwi, wenn ihr den Sub ergaunert habt. So, wir gucken mal. Das Schild. Ich glaube, das gibt mehr Ausdauer, wenn man es trägt. Nee, tatsächlich ein Schild ohne besonderen Effekt. Es gibt nämlich in fast jedem Souls-Teil gibt es ein Schild, was mehr Seelen gibt und ein Schild, was die Ausdauerregeneration erhöht. Hey, danke für deine 5 Verschenken noch. Strobolicht. Vielen Dank, Mann. Nochmal einen Yippie und eine Bombe. Wichtig und richtig. So. Jetzt gehen wir direkt wieder rein in Akt 2. Jetzt haben wir auch wieder einiges an Seelen zusammen. Sehr gut. Und jetzt laufen wir die rechte Seite. Genau, das Graswappenschild. Heute Stream bis 3 Uhr Minimum. Na, so lang denke ich nicht, aber wir machen heute schon eine dicke Demon's Souls Session. Ich habe mega Bock. So, hier ein bisschen aufpassen. Hier sind viele von diesen Arbeitern auf einem engen Gang. Da kann auch mal der ein oder andere mit seiner Spitzhacke ziemlich Aua machen. So, die Krabbe habe ich jetzt eigentlich nur mitgenommen für die paar extra Seelen. Na, ihr seht, die machen schon Aua. Na, ein stabiler Two-Hit. Aber kein Problem. Das war jetzt einfach genau das, was ich gesagt habe, was ihr nicht machen sollt. Zu gierig in zu viele Gegner reinlaufen. Aber selber schuld. Passiert. Es gibt so ein paar Spots, die wirklich vom Spiel dafür gedacht sind, dass man da stirbt. Und ich sag's euch, hier war ich auch in einer komplett schwarzen Weltentendenz und das war wirklich einfach nur noch gottlos. Was die für ein Damage rausgeprügelt haben, da war man fast gefühlt One-Hit von den Spitzhacken-Dudes. So, immer Seelen zurückholen. Wichtig und richtig. Ihr könnt natürlich auch Magie nutzen, ne? Aber das Schwert, weil der Gegner halt komplett keine Rüstung tragen, macht so viel mehr Schaden. Lohnt sich fast gar nicht, hier die Magie auszupacken. So, 1A hier. Ja, MacLeod, sowas ähnliches ist mir auch beim ersten Run passiert. So, jetzt hier nach unten. Zack. Das Item, was da liegt, ist nichts Wichtiges. Keine Sorge. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Genau, hier weiter. Ganz vorsichtig. Zack. Und hier unten liegt jetzt ein Ring. Hier vorne, dieser Tunneleingang, da spawnt in komplett schwarzer Weltentendenz, spawnt ein schwarzes Phantom. Das ist später auch wichtig für uns. Und in komplett weißer Weltentendenz spawnt ein weißes Phantom. So, Ring der Seuchenresistenz. Den bekommen wir, glaube ich, auch insgesamt 2-mal im Spiel. Das weiße Phantom, das hier sitzt, den kann man eine Waffe zeigen. Und dann gibt der einen eine sehr seltene Upgrade-Ressource, ist aber nicht trophäenrelevant. Zu den weißen und schwarzen Phantomen gibt es noch Folgendes zu sagen. Schwarze Phantome
spawnen nur in komplett schwarzer Weltentendenz. Wenn wir die töten, verschiebt sich die Weltentendenz um 2 bis 3 Klicks wieder ins Positive. Und unsere Charaktertendenz tut sich ein Klick ins Positive verschieben, weil schwarze Phantome töten ist quasi eine gute Tat für die Charaktertendenz. Da aber schwarze Phantome nur in schwarzer Weltentendenz spawnen, sind die halt extrem selten zu finden und auch nur einmal pro Keilstein. Wir brauchen alle 5, um später eine komplett weiße Charaktertendenz zu erreichen. Das erreichen wir im Offline-Modus nur mit diesen schwarzen Phantomen. Wir müssen quasi jeden Keilstein einmal auf komplett schwarz, auf komplett schwarzer Weltentendenz zum Phantom durchqueren und das Phantom töten. Und in der schwarzen Weltentendenz spawnen auch die Prime Evil Demons. Die töten wir auch, weil dann nochmal die Weltentendenz sich ebenfalls verbessert. So kriegen wir die Weltentendenzen dann quasi wieder heller. Und wir kriegen farblose Dämonenseelen von den Prime Evil Demons, die wir dann brauchen noch, um gewisse seltene Wunder und Zauber zu kaufen. Und was auch interessant ist, die Weltentendenzen übernimmt man ins New Game Plus. Deshalb machen wir die Weltentendenzen dann auch wieder heller. Weil sonst haben wir im New Game Plus, ne, nicht mehr so viel zu lachen. Weil im New Game Plus wird das Spiel so krass viel anstrengender bzw. schwerer. Und wenn man dann eine schwarze Weltentendenz hat oder dunklere Weltentendenzen, dann machen die Gegner einfach so viel Damage. Und das wollen wir vermeiden. So, hier wieder die Würmer vernaschen beim Spawn am besten direkt. Verändert sich die Weltentendenz auch, wenn ich subbe? Das glaube ich nicht, Bruder. Oder vielleicht probieren wir, vielleicht ins Positive. So, hier haben wir ein Item, was wir gleich brauchen beim übernächsten Boss. Die Gotteshände. Damit machen wir dann beim Boss eine Trophäe. Hier haben wir Vollmondgras, wieder eine gute Heal-Ressource. Hier finden wir einen von diesen blauen Steinen. So, und jetzt geht es zu einem der Bosse, der ja eher schwierig ist, also schwieriger. Der macht im Nahkampf ganz gut Damage, springt gut rum und tut ordentlich viel Feuer auf den Boden hauen. Mit Wasserschleier können wir uns da wieder ganz gut gegen schützen. Er bleibt trotzdem schwierig. Ihr könnt, wenn ihr an ihm sterben solltet, wieder diesen Trick mit dem Spielclosen benutzen. Unsere Waffe macht ganz guten Schaden gegen ihn. Habt ihr das Glück gehabt, dass ihr die Waffe jetzt schon auf plus 3 habt, ist das natürlich für den Bossfight umso besser. So, wir aktivieren Wasserschleier und dann rein in die Olga. Der Flammenlurker. Jeder kennt und liebt ihn doch. Mal sehen, ob der mich auch wieder hops nimmt. Auch wirklich Wahnsinn, wie gut das Feuer aussieht auf der PS5. Und mich macht das persönlich so happy, wenn ich dran denke, was noch so für Banger-Games rauskommen. Und das meine ich, dieser Schlag, der würde eigentlich richtig viel Damage machen. Aber dadurch, dass wir jetzt das aktiv haben, den Wasserschleier, macht das nicht so viel Damage. Da müsst ihr aber immer darauf achten, dass oben bei eurem Ausdauerbalken das Schild aktiv ist, weil dann ist euer Spell noch aktiv. Immer darauf achten, dass der da noch aktiv ist, ne? Jetzt sollte er demnächst nämlich ablaufen. So, ihr seht, der Damage ist echt gar nicht übel. Keine Ahnung, wohin der gerade da rumbounced. So, jetzt ist Wasserschleier abgelaufen. Gute Rolle. Wasserschleier direkt erneuern. Sicher, sicher. Und das ist richtig nice, wenn ihr so auf ihn einschlagt, dann seht ihr, dann tut er manchmal so zurückschrecken. Das ist so seine Schwachstelle.
Hat uns hier wieder die Area Damage getroffen, aber ist okay. Können wir wegtanken, dank unseres Wasserschleiers. Schnell wieder Full Life machen. So. Wie gesagt, machbar. Solange ihr nicht euch im Nahkampf von ihm schlagen lässt, weil das macht richtig viel Damage, weil dagegen euer Wasserschleier nicht hilft. Ne? Machbar. Wasserschleier wirklich sehr, sehr gut gegen den Boss. Und unsere Waffe, habt ihr ja gesehen, macht schon echt stabilen Schaden. Und imagine, wir hätten die auf plus 3 schon. So, wir bekommen glühende Dämonenseele. Über diese freut sich der Schmied. Und ihr seht oben links, wir sind wieder menschlich. Und ich habe es ja euch gesagt, bevor ihr auch nur ans Atmen oder ans Schleudern oder sonst was denkt oder an das kühle Blonde in eurem Kühlschrank, in den Nexus, weil jetzt geht's direkt zum nächsten Boss, in den Nexus rein und den Suicide Bomber machen. Ja, Nils, aber ich glaube, mittlerweile habe ich den doch dann ganz gut drauf. I hope. So, zack. In the death. Und jetzt zu einem Boss, der ist manchmal tatsächlich ziemlich nervig. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ihn schön erlegt, ohne dass er euch abfuckt. Ist ein Boss mit ziemlich vielen Augen, der irgendwie trotzdem nicht da hinguckt, wo er hingucken soll. Aber ja, seht ihr gleich. Dafür sieht er wunderschön aus. Und in meinen Augen sieht er absolut aus wie Diablo von Diablo 3. So, Akt in 2-3. Und bei dem Boss holen wir uns wieder eine Doppelplatin ab. Wasserschleier auch gegen den Boss ziemlich nützlich. Und jetzt seht ihr, wir haben jetzt eine Pure White World Tendenz. Ne? Ihr seht hier Keilstein Nummer 2, Keilstein des Gräberkönigs, leuchtet richtig schön hell. Dieses schöne, helle Leuchten bedeutet, wir haben eine Pure White World Tendenz. Das Positivste, was man quasi haben kann in der Welt. In der Welt ist die einzige Welt, wo wir keine direkte Trophäe kriegen. Mit einer internen Interaktion in der komplett weißen Weltentendenz. In jeder anderen Welt können wir irgendeinen Gegenstand oder irgendeine Aktion machen, wo wir dann eine Trophäe bekommen.